Hey und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich mache dieses Video jetzt einfach ohne Skript und rede einfach mal drauf los, denn ich muss ein paar Punkte noch ansprechen und das Video muss noch möglichst vor 19.30 Uhr online kommen. Und zwar wollte ich heute ein paar Punkte zu Till the End sprechen und eigentlich mal klären, was das überhaupt jetzt für ein Projekt ist, denn ich glaube, manche, die haben noch nicht ganz verstanden, worum es geht. Das macht auch Sinn, denn ich habe nie erklärt, was das überhaupt ist. Ich habe einfach nur den Link zu der Website in die Videobeschreibung gepackt und das war es praktisch. Na gut, manchmal wurde es in den Videos natürlich erwähnt, aber wenn die durchschnittliche Wiedergabedauer bei 2 Minuten liegt, glaube ich kaum, dass das irgendwer mitbekommen hat. Und neben dieser Sache wollte ich auch noch den Tod von Felix ansprechen, denn er wurde wiederbelebt. Das können jetzt einige gut finden, die anderen hassen es vielleicht, aber es wurde so beschlossen und daran lässt sich nichts mehr ändern. Was auch gut so ist, denn Felix ist in der Menschen tatsächlich an einem Lag gestorben und nicht, aber das konnte man natürlich jetzt im Stream und auch danach noch nicht richtig feststellen. Beziehungsweise man hat ja gesehen, dass er wegen dem Lag gestorben ist, aber das konnte man natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen und noch nicht feststellen. Deswegen wurde einige Tage danach das im Team beschlossen, dass er wiederbelebt wird. Felix wieder dabei, alles gut. Es geht natürlich auch noch weiter für andere Lags. Also allgemein, falls irgendwer an einem Lag oder an einem Bug stirbt, wird man wiederbelebt. Das ist so. Weil das natürlich ein unfairer Nachteil ist, der so halt nicht passieren sollte. Aber wenn du jetzt natürlich, keine Ahnung, von einer Klippe fällst und daran stirbst, dann bist du natürlich raus. Und warum raus? Ganz einfach, Till the End ist ein Hardcore-Projekt. Und jetzt erkläre ich einfach mal ein bisschen, was Till the End überhaupt ist. Till the End ist ein Hardcore-Projekt, wie ich eben schon gesagt habe. 3 Content-Creator treffen sich zusammen in einer Welt, um zusammen Minecraft Hardcore zu spielen. Sollte einer sterben, wird der nächste ins Rennen kommen. So ist es zum Beispiel passiert, als in der zweiten Folge Drachi gestorben ist. Danach kam ja wieder ein neuer. Und danach auch wieder. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Pali an unserer Seite. Und es gibt auch ein sogenanntes Stufensystem. Das heißt, mit jeder Woche steigst du eine Stufe auf. Jeder Spieler hat seine eigene Stufe. Paddy zum Beispiel, der jetzt 3 Wochen dabei ist, ist auf Stufe 3. Und wir, also ich und Felix, die jetzt seit 7 Wochen dabei sind, wir sind auf Level 7. Und je höher das Level, desto mehr Vorteile schaltet man frei. Zum Beispiel, wir haben jetzt 7 Wochen überlebt und ab der 7. Woche, beziehungsweise ab der 7. Stufe, wird der Never freigeschaltet. Das End wird, glaube ich, ab der 20. freigeschaltet. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich glaube es nur. Wären ich und Felix zum Beispiel jetzt letzte Woche beide gestorben, dann wäre der Never noch nicht offen, weil kein Spieler Stufe 7 erreicht hat. Sollten wir beide auch nach dem Never noch sterben, wird der Never wieder geschlossen, weil kein Spieler mehr Stufe 7 ist. Das heißt, mindestens ein Spieler muss diese Stufe erreicht haben, damit der Never oder dann das End offen bleibt. Und natürlich, damit es nicht so einfach wird, ist der Server halt auf Hardcore eingestellt, damit wir natürlich auch jederzeit mit der Angst rechnen müssen, dass wir einfach sterben. Was auch gerne mal fast passiert ist. Und jetzt möchte ich auch noch gerne ansprechen, warum diese Woche leider keine Highlights von Woche 6 kommen. Das lässt sich ganz einfach begründen, und zwar ist nichts passiert. Wirklich nichts. Wenn ich sage, ihr habt nichts verpasst, dann meine ich das auch so. Wir waren die ganzen vollen 6 Stunden lange über nur im Dorf, wir haben gecaved, wir haben die Ruhmeshalle angefangen zu bauen und wir haben uns wirklich nur auf den Never vorbereitet, der heute um 19.30 Uhr geöffnet wird. Das heißt, seid auf jeden Fall dabei um 19.30 Uhr live bei Felix und Paddy auf Twitch und jeweils YouTube. Es wird auf jeden Fall ein wilder Abend. Ich kann nicht garantieren, dass wir alle überleben. Die Chancen stehen nicht so gut, dass alle überleben. Denn wir sind alle natürlich keine Minecraft-Super-Pros und können alles überleben. Wir sind keine Basti-GGs, die jeden Tag irgendwie Minecraft-Challenge spielen. Und ich glaube, es wird echt intens heute. Also, ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Fragen geklärt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich möchte natürlich auch mal versuchen, vielleicht ein bisschen was neben Till the End zu machen. Ich habe jetzt auch alle meine Abschlussprüfungen geschrieben. Gott sei Dank. Und ich schaue mal, ob sich vielleicht mal in den nächsten Tagen auch mal ein anderes Video bringen lässt. Bis dann und ciao.